So, wie stehst du denn so generell zum Thema Drogen und Feiern? Man hört ja schon, dass du ganz gerne weggehst. Und ich glaube, ich habe auch gehört, dass du zum Beispiel Farid ja auch auf einer Party kennengelernt hast. So, was für einen großen Anteil hat das an deinem Leben, wegzugehen und zu feiern? Ja, ist schon ein großer Anteil, zumal ich sagen muss, in dem letzten Jahr bin ich ein bisschen ruhiger geworden, habe runter in den zweiten geschaltet und bin da ein bisschen relaxter. Vorher war natürlich Freitag, Samstag und ab und zu auch in der Woche Feiern angesagt. Wir haben ja auch viele Auftritte mit Echo, deshalb habe ich auch gar nicht dieses Verlangen, irgendwie zu sagen, ey, ich muss unbedingt noch raus, ich muss unbedingt noch was machen, ich muss noch das sehen und das machen und das nehmen, um zu feiern. Drogen sind natürlich, ist natürlich ein Thema, man probiert was aus, man macht Dinge, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Konsument bin oder so, der jetzt irgendwie unbedingt die ganze Zeit. Ich trinke mein Whisky, rauche meine Kippe und bin gut damit. Wir haben jetzt sozusagen schon festgestellt, also auf dem Album gibt es Punchline-Tracks, Party-Tracks, aber auch ernstere Sachen. Hast du sonst irgendwie dich ausprobiert, vielleicht an Konzeptsongs oder Sachen, die du vorher dich sozusagen noch nicht gewagt hast? Ich habe einen Song namens Fotze. Das ist ein sehr lustiger, schöner. Also die Leute denken am Anfang, das ist was Trauriges. Dann wird es aber eher so dann geht es in Wut über. Und dann am Ende ist es dann trotzdem irgendwie, man belächelt so, man findet es lustig. Und das war irgendwie für mich der Anreiz an der ganzen Sache war, in jedem Verse eigentlich ein anderes Gefühl zu vermitteln. Und bis zur Hook hin denkt man wirklich, oh, was für ein geiles Liebeslied, Mann. Der Summer ist so ein Romantiker. Warum haben wir das nicht vorher gemerkt? Aber dann mache ich das irgendwie in der Hook, mache ich das dann am Ende kaputt, weil die Hook dann halt mit Fotze und anderen Ausdrücken ist. Und ja, das ist ein Song, der mir eigentlich sehr am Herzen liegt, den ich sehr feiere. Und ja, gibt noch, wie gesagt, Jaco ist ein Song mit Konzept. Da erzähle ich eine Story. Was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel den Song YouTube, wo ich einfach mal diese ganze Sache hier mit mir. Klingelt jetzt dein Handy? Yes. Wie professionell. Okay, ich bin so professionell, dass ich auch noch dran gehe. Gut. Ferdi. Bruder, ich bin gerade im Interview, wir sprechen gleich, okay? Okay, Bruder, hade, adieu. Okay, das war mein Cousin. Blackberry oder was? Blackberry, ich habe Blackberry, ich habe iPhone, ich habe noch nebenbei einen Callshop, wenn ihr Telefonkarten braucht, nach Afrika, ja, in die Heimat, nach Tunesien oder sonst wohin, dann könnt ihr mich auf jeden Fall anrufen und kriegt dann die guten Karten von mir. Wo waren wir stehen geblieben? YouTube, der Song YouTube, genau. Ist natürlich sehr lustig, dass es gibt zum Beispiel wirklich Rapper, die haben wahrscheinlich 1,5 Millionen Klicks, haben aber nichts in der Tasche. Und dieser Song beschäftigt sich einfach damit, dass ich das irgendwie lustig finde, dass so ein großer, sag ich mal, es hat ja irgendwo eine Relevanz, wenn du 1,5 Millionen Klicks oder 2 oder 3 oder 4 Millionen Klicks hast, aber keine Kohle damit machen kannst. Und das habe ich dann einfach mal so ein bisschen auf die Schippe genommen. Meinst du damit jetzt jemand speziell? Nein. Es geht jetzt gar nicht um irgendeinen Rapper oder so. Es geht an sich so um diese ganze Musikindustrie und darum, dass halt es gibt immer noch, viele Leute haben immer noch nicht sag ich mal, die perfekte Lösung gefunden, um damit auch zu wirtschaften, weil dass Leute deine Mucke hören. Ich denke mal, vor 10 Jahren war das viel schwerer, wenn du aus einer Kleinstadt kommst und Mucke machen wolltest. Heutzutage tust du dir einfach so eine Kamera oder was weiß ich und dann rappst du One Take wie Money Boy und wirst dann zum Weltstar einfach. Money Boy, der Weltstar. Genau, Money Boy, der Weltstar. Ja, wie gesagt, man braucht es gar nicht zu belächeln. Meine Freunde, thisis50.com hat ihn gepostet. Er ist wirklich auf dem Weg dazu, ein neuer Weltstar zu werden.
neben Michael Jackson, Lady Gaga und 50 Cent werden wir auch Moneyboy ganz oben sehen. Und ihr supportet ihn? Ich supporte ihn, weil er auf jeden Fall so, ich sag mal, der oberflächliche Eindruck, den ich von ihm habe, er ist sehr fokussiert und ist ein sehr höflicher Mensch, deshalb kriegt er meinen Support. Es gibt ja auch Leute, die das in Frage stellen, ob er das wirklich ernst meint. Ganz ehrlich, das habe ich die ganze Zeit in Frage gestellt. Und Echo versucht mich natürlich zu überzeugen, nein, der meint es komplett ernst. Und ich habe aber gesagt, wenn er wirklich ein Comedian wäre oder das mit einem, sag ich mal, mit einem, wie nennt man das? Mit einem Augenzwinkern. Genau, mit einem Augenzwinkern alles macht, dann wäre es ja eigentlich schon, dann wäre er ein Genie. Muss man wirklich, da muss man ihn mal ausquetschen. Hattet ihr eigentlich schon mal ein Interview mit dem? Leider nicht. Ja, Falk hat ihn interviewt. Doch, Moneyboy hat gesagt, er möchte gerne ein Interview mit mir machen. Ja, den kriegt man wahrscheinlich zurzeit schwer. Der ist ja Jetset zwischen Mailand, Paris und Wien. Richtig. Ist natürlich nicht leicht. Aber vielleicht komme ich auch nochmal in den Genuss. Vielleicht, vielleicht. Aber bei dem anderen Interview hat er auf jeden Fall sozusagen sich dargestellt, als würde er es ernst meinen. Ja, wenn er es ernst meint, auf jeden Fall. Er kriegt trotzdem unseren Support. Er ist ein guter Typ. Ich finde, wenn man seinen Song hört, Dreh den Swag auf, hat man auf jeden Fall so ein, ich weiß nicht, man hat einfach so ein positives Gefühl. Und ich habe zwar nicht so viel Ahnung von Swagger und dies und das, aber ich weiß einfach nur, es gibt irgendwie was Positives. Es gibt schon Leute, die haben das als ihre Weckermelodie, ja. Um gut in den Tag zu starten. Schau mal, ich würde es vielleicht als SMS tun oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Dann im nächsten Interview klingelt dein Handy mit Moneyboy. Würde ich sagen. Knaller, zurück zu dir. So vom Sound her, wie würdest du das beschreiben, was dabei rausgekommen ist? Vom Sound her würde ich sagen, ist es wirklich, ich will jetzt nicht sagen bunte Mischung, weil es so abwertend klingt, aber ich habe wirklich so facettenreich. Facettenreich ist auch mal ein Ausdruck, mit dem wir arbeiten können. Also viele Facetten, da sind auf jeden Fall harte Dinger drauf, Banger drauf, da sind aber auch ruhige Sachen drauf und ich habe wirklich auch mal versucht, musikalisch zu sein und nicht wie jeder andere Rapper, gut, ich habe jetzt hier einen Beat und dann mache ich jetzt 3/16er und Hook und gut ist. Das ist so bei mir nicht der Fall gewesen. Ich wollte auf jeden Fall in der kurzen Zeit, die ich hatte leider nicht so viel Zeit, auch versuchen mal ein bisschen zu experimentieren, zu gucken, wo kann ich hin, wo will ich hin und was kann ich machen. Und ja, das werden wir halt Album für Album ausbauen, denke ich mal. Aber wir haben schon einen guten Start gemacht. Man merkt ja so unterschwellig, dass du schon immer wieder die ganze Zeit auch Rap und andere Rapper kritisierst. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, ob es denn jetzt außerhalb von deinem Camp deutsche Rapper gibt, die du wirklich ausnahmslos feierst. Boah, ausnahmslos kann ich wirklich nicht sagen, weil ausnahmslos, da gibt's einfach, ich habe das nicht so krass verfolgt. Du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich kenne Rapper wirklich nur von 16bars.de, von YouTube, wenn die mal halt die Fresse machen oder so, dann gucke ich mir das an. Deshalb wäre es jetzt, sage ich mal, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, boah, der ist ausnahmslos Granate, der Typ. Und weiß nicht, können die Leute feiern? Ich bin selber nicht so der Typ, ich beschäftige mich mit mir selber. Ich mache auch gerade ein Album, was jetzt am 19.11. rauskommt. Deshalb lege ich gerne den Fokus auf mich selbst. Aber wie gesagt, ein Kollege, jeder kann sagen, was er will, aber der ist wirklich ein begnadeter Rapper. Man hört das, er hat einen Wortschatz, über den andere nicht verfügen und der hat seinen eigenen Style, der hat keinen nachgemacht und das ist cool. Aber ob ich den ausnahmslos feiere, wie gesagt, ich habe nicht alles von ihm gehört, aber die Sachen, die ich zum Beispiel von ihm gehört habe, sind cool. Er hat ein geiles Ding mit Farid gemacht und ja, innerhalb von meinem Camp feiere ich natürlich ausnahmslos, ohne Frage. Einer, bei dem du ja sozusagen von Tag 1 eigentlich mit dabei bist, ist natürlich Echo. Du hast ja eigentlich alle Stationen so miterlebt. Jetzt angefangen vom Savage-Split über die Zeiten bei Er ist guter Junge oder seinem eigenen Label. Gab es in dieser Zeit irgendwann mal Differenzen oder dass du auch überlegt hast, sozusagen mal deinen eigenen Weg zu gehen und dich davon zu trennen oder stand das nie zur Debatte? Ja, es gibt halt so brüderliche Differenzen. Zum Beispiel
hatten wir mal eine Diskussion. Er wollte mir wirklich verklickern, dass Hulk Hogan berühmter ist als Pelé. Und dann habe ich gesagt, Alter, du hast sie nicht mehr alle. Du hast sie nicht mehr alle. Komm mal raus aus deinem Käfig und guck mal in die Welt. Was ist Wrestling, Alter? Willst du mich verarschen? Was für Pelé ist der größte Fußballer? Oder Maradona? Oder weiß ich nicht. Du kannst doch jetzt nicht einen Hulk Hogan mit dem vergleichen. Ja, nee, Hulk Hogan, die kennen den überall. Frag mal in Amerika, wer kennt Pelé? Das ist, weiß ich nicht. Aber streitet ihr euch dann über sowas, oder? Ja, da haben wir uns wirklich gestritten, weil ich gesagt, Alter, keine Ahnung, geh auf, gibt es bei Google ein, habe ich gesagt. Dann haben wir das bei Google eingegeben, da war wirklich, Pelé hatte mehr. Gut, er sagt dann, ja, Pelé, vielleicht wegen Pelle und weiß ich nicht, wegen irgendwelchen anderen Sachen. Aber Leute, glaubt mir, Pelé, Maradona, egal welcher von diesen Fußballgrößen, ist berühmter als Hulk Hogan. Ansonsten zwischen mir und Echo, man, wir sind wie, man darf wirklich nicht so diese Geschäfts... Und deshalb, das ist ja auch die Sache, warum solche Sachen bei German Dream immer verzögert rauskommen. Warum ist jetzt das Video noch nicht da? Warum ist das noch nicht da? Warum ist das Interview abgesagt worden? Das ist halt einfach unsere Arbeitshaltung, die ist abgefuckt, muss man einfach so sagen. Das ist eine abgefuckte Arbeitshaltung. Aber ich denke mir, das macht das Ganze auch sympathisch. Ich habe mit Echo nicht diese Gespräche von wegen, ja, prozentual und hier und dann und dies, das. Ich habe andere Gespräche mit dem. Er lässt mich da frei machen und das finde ich auch gut so. Alles andere könnte ich auch nicht akzeptieren, weil wir sind schon an so einem Punkt, wo wir in der Hinsicht auf jeden Fall uns nicht so krass ernst nehmen können und sagen können, ey, bla bla bla, hier Prozent und weiß ich nicht, Verträge. Das sind alles Sachen, die Verträge gibt es nicht bei uns. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen tiefer wieder zurückblicken, noch zu... Erst guter junge Zeiten. Ja. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, wie das dann damals für dich war, als sozusagen Echo schon weg war und du noch da warst. Standest du da sehr zwischen den Stühlen, zwischen den Parteien? Oder war für dich, oder stand auch überhaupt jemals zur Debatte, dass du darüber wirklich releasest, trotz der Differenzen zwischen Bushido und Echo? Da gab es auf jeden Fall die Debatte. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, ich habe da einfach so gechillt. Bin einfach so aus Spaß mit dem auf Tour gegangen und hab einfach aus Spaß den auf sein Album gefeatured. Nein, da gab es auf jeden Fall die Debatte, aber es gab nie irgendwie Hinterrücks, also ohne, dass Echo davon wusste oder ohne, dass Bushido davon wusste. Das ist halt so, keine Ahnung, da bin ich einfach zu gerade für. Weißt du, ich bin, das muss auf jeden Fall offen laufen und ich sag halt immer, bis zu einem bestimmten Punkt ging es gut. Und dann kam halt so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, auf zwei Hochzeiten geht nicht. Da habe ich mir gedacht, dann tanze ich einfach Breakdance auf meiner eigenen. Und bin dann wieder zurück in mein Camp. Und ja. Es läuft. Haben wir auch geklärt. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, es gab auch irgendwie nicht den Druck, weder von Echo noch von Bushido, dass man mir jetzt gesagt hat, du, jetzt, du kannst aber jetzt nicht hier mit Bushido cool sein und dann auch noch mit Echo irgendwie noch SMS schreiben. Diese Dings hatte ich gar nicht. Es stand zur Debatte und das stand auch damals für Echo zur Debatte, dass wir als Plattform für German Dream die Vertriebswege von EGJ benutzen. Und damit war auch eigentlich Bushido cool. Später kam es halt zu Differenzen zwischen Bushido und Echo, aber da konnte ich mich nicht so wirklich einmischen, weil im Endeffekt, das sind auch zwei Brüder gewesen, sage ich mal, Brüder, die ihre eigene Geschichte hatten und da kann sich irgendwie keiner einmischen. Das ist so eine Rechnung, die müssen die beiden mit sich, das sind so eher persönliche Sachen, denke ich mal, die beiden geklärt haben mittlerweile. Und da konnte ich als Außenstehender gar nicht irgendwie mich da einmischen oder ich hatte auch keinen Bock, mich da einzumischen, weil die beiden haben ihr Bild voneinander, also die müssen das nicht von mir irgendwie übertragen kriegen. Ich habe meine Sachen mit Bushido gemacht, ich habe sehr viele gute Sachen gemacht, habe auch, sage ich mal, einen Step nach oben gemacht durch ihn. Das sage ich jetzt auch, er kriegt auf jeden Fall den Respekt von mir, dass ich habe einen Verlagsstil bekommen von ihm, der auf jeden Fall gut war. Ich konnte mit ihm auf Tour gehen. Ich habe ihn gefeatured auf seinen Alben, die wirklich sehr erfolgreich waren. Solche Sachen hat er mir auf jeden Fall ermöglicht.
Aber wie gesagt, ich sage auch immer noch, er hat es mir nicht ermöglicht, weil ich so eine schöne Frisur habe, sondern er hat es mir ermöglicht, weil ich ein guter Rapper bin. Und ja, ist auch nach wie vor alles cool, Mann. Findest du es denn jetzt rein wirtschaftlich gesehen manchmal schade, dass du jetzt nicht mehr bei EGJ bist, weil man ja natürlich weiß, dass eigentlich fast jedes Release aus dem Hause Top 10 chartet, oder legst du darauf keinen Wert? Ja, keinen Wert kannst du ja nicht drauf, du kannst ja, weiß ich nicht, also ich lege schon Wert auf Geld so, aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch schade, wenn du sagst, wie du jetzt schon sagst, ey, das ist so transparent, der verkauft das und das nur, weil er bei EGJ ist. Das ist dann natürlich irgendwo schade. Auf der anderen Seite denke ich mal, ist man immer auf der guten, ist man immer auf der, verfolgt man immer das richtige Ziel, wenn man das selber schaffen will und selber diese Verkaufszahlen hat. Und es ist ja nicht so, dass dass dort, ich rede jetzt nicht von Bushido, ich rede jetzt von irgendwelchen anderen Rappern, wenn die verkaufen ja nicht 100.000 und wir verkaufen nur 5.000. Das ist ja nicht so. Es ist ja irgendwo schon, sage ich mal, machbar, dass man das irgendwann auch selber mal erreichen kann. Die haben natürlich eine starke Fanbase, aber wir haben auch eine und da haben wir, die haben wir nicht umsonst aufgebaut. Und da sage ich ganz ehrlich, ich habe nicht 5 Jahre umsonst German Dream gesagt, ich bin ein Dreamer, um dann irgendwann zu sagen, weißt du was, nee, ich bin jetzt doch nicht mehr Dreamer und mache jetzt was anderes. Nochmal zu deinem Kollegen Farid. Ich finde, es ist problematisch, ich weiß nicht, ob du es selber so mitbekommst, aber es gibt öfter mal so Kommentare, wo Leute sagen, dass du so ein bisschen seinen Flow kopieren würdest, obwohl es ja, glaube ich, realistisch betrachtet eher so ist, dass du ihm auch eine Menge beigebracht hast. Wie reagierst du darauf, wenn du so eine Kommentare liest? Ey, ich finde es jetzt nicht schlimm, so, wenn die Leute das, gut, wenn du jetzt seit Asphaltmassaker erst Hip-Hop hörst oder erst mich auf dem Schirm hast, dann kannst du das natürlich denken. Aber die gleichen Sachen, weiß ich nicht, ey, ob man mir das auch damals bei Echo vorgeworfen hat, ob man das Farid vor Asphaltmassaker vorgeworfen hat, dass er so wie ich rappe, ich finde das nicht so schlimm, wenn das Camp intern ist, solange man mir nicht sagt, du, dein Rap hört sich an wie der von Reason, ist das alles gut? Spaß. Nee, wie gesagt, ist natürlich, dass wir irgendwo Parallelen haben, ist natürlich klar. Wir sind nicht wie die Backstreet Boys, wo man sagt, gut, das ist der Alkoholiker AJ, das ist der süße Nick und das ist der, was weiß ich, der Truckfahrer, bla bla bla. Wir haben natürlich irgendwo unsere Parallelen, irgendwo die Schnittstellen und die sind dann bei Farid und mir vielleicht in manchen Sachen dann größer, in manchen Sachen dann kleiner, aber ich würde weder sagen, dass er mich kopiert, noch sagen, dass ich ihn kopiere, aber wir inspirieren uns, denke ich mal, auch gegenseitig. Ein Kritikpunkt, den es noch gibt, ich glaube, es gab jetzt 2 Songs, in denen du so Zeilen gebracht hast, in die Richtung Frauen schlagen. Mhm. Sind es Sprüche, Punchlines oder steckt da in der Realität was dahinter? Steckt doch ab und zu mal so eine richtige Faust dahinter. Was soll ich dir sagen? Nee, ich muss ich das beantworten? Ja. Ja, alle Leute sagen ja, dieses frauenfeindliche Rap, dies und das. In den kulturellen Kreisen, wo ich, aus denen ich komme, wird die Frau geehrt und jeder weiß, das sollte man nicht allzu ernst nehmen. Wobei ich trotzdem sagen muss, wenn es scheppert, dann scheppert es richtig. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber wäre natürlich schon noch vielleicht die Frage, ob das für den einen oder anderen Jugendlichen, der jetzt vielleicht noch nicht so eine ausgebildete Persönlichkeit hat und weiß, dass das Humor ist, vielleicht auch ein bisschen gefährlich, dass er sich denkt, ah cool, mein Rap-Held Summer Jam schlägt Frauen, ich will das auch. Ja, ich weiß es nicht. Jeder muss tun, was er tun muss. Jeder soll das für sich erfahren. Wenn dann, weiß ich nicht, die herzallerliebste freitagabends auf eine Party hingehen muss, wo Freibier ist, das muss dann selber jeder für sich selber entscheiden, ob er dann eine SMS schickt oder was anderes schickt und dann seinen Ausdruck, also seine Abgefucktheit zum Ausdruck bringt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das wäre ein Grund, jemand eine Frau zu schlagen? Nein, Frauen schlägt man nicht, Mann.
Frauen schlägt man nicht. Man sollte diese Texte, die wir bringen, auch immer so ein bisschen als Entertainment-Sache betrachten. Ich schließe nichts aus, ich sage einfach nur, Frauen schlägt man nicht. So, dann würde ich sagen, passend zum Albumtitel kommen wir auch langsam zum Feierabend. Was gibt es noch Wichtiges, was wir noch nicht besprochen haben? Wichtiges, wie gesagt, am 19.11., Leute, kommt das Album. Heute ist die Single draußen, aber wenn ihr das seht, ist es natürlich schon zu spät. Des Weiteren kommen sehr, sehr gute Sachen von German Dream. Ihr solltet auf jeden Fall weiterhin die Augen und Ohren offen halten für neuen Stuff, den wir immer wieder bringen. Ob es Merchandise-technische Sachen sind, ob es Gigs sind, ob es mein Handy ist, das immer wieder klingelt. Es wird immer wieder Neues geben. Also bleibt am Ball. Das Interview geht auf jeden Fall in die Geschichte ein, als das, wo am öftesten die Telefone geklingelt haben. Denke ich auch. Zum Glück habe ich mein zweites Handy in meiner Jacke gelassen. Dann würde ich sagen, können wir jetzt beide wieder entspannt unsere Handys anmachen, telefonieren. Okay. Viel Erfolg und vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich, Mademoiselle. War super vis-à-vis, eine super Interviewpartnerin. Kann ich jedem anderen Rapper auch nur empfehlen.